Ach, ihr seid vier. Warum seid ihr vier? Den ein bisschen austricksen. Hoffen, dass der andere nicht kommt, während wir hier ein bisschen Mana regenerieren. Hoffe ich mal. Weil jetzt habe ich nur noch meine beiden Nahkämpfer. Ah, sie könnte noch zuschlagen und ihn einfach mal töten. Okay. Es wird dunkel gerade. Du schlägst daneben, das ist nicht so toll. Na komm her. Ich kann dich weiter beschießen. Na komm. Was ist denn nur mit dir los? Weil nur hier. Na komm. Sie kann nicht mehr schießen, das ist nicht so schön. Ja, ich hätte sie echt auf Dagger oder so specken sollen. Weil es gibt verdammt viele Dagger-Handbücher und ziemlich coole Dagger eigentlich. Und weg ist er. So. Mach mal Licht an. Zwei Pfeile. Was Fettes zum Essen. Kein Secret, nix. Ich glaube eigentlich nicht, dass das so gewollt ist. Also ja, das hier war eigentlich nur eine Falle. Oder es ist wirklich so gewollt, dass man das Ding dadurch anklicken kann. Also das aktiviert den Teleporter, der uns wieder nach oben bringt. Netterweise. Aber noch sehe ich nichts, was uns das da öffnet. Ach ja, ich habe ja noch die Notiz. Richtig, ich bin an einer antiken Festung. Das Ziel ist endlich in Reichweite. Diese Jungs wissen wirklich, wie man Sachen versteckt hält. Der Legende zufolge darf ich jede Platte nur einmal drücken. Aber wie? Diese Falltüren bewegen sich schnell und es sind überall Teleporter. Vielleicht führen die Teleporter dich alle zum selben Ort.
das Licht wisse, was sich unter diesem wahnsinnigen Puzzle befindet. Vielleicht sollte ich das zuerst checken. Wardwick. Ja, von Wardwick ist nicht mehr viel übrig, würde ich sagen. Diese neuen Scavenger-Viecher da, diese lila Rosanen, die wir hier getötet haben, vor denen ich erstmal ein bisschen Panik hatte. Ich kann ja auch keine Bretter oder so wegschlagen oder wegnehmen. Es wäre sicherlich auch cool gewesen, wenn unter den Brettern noch was versteckt liegen würde. Okay, hier kommen wir wieder da raus. Versuchen wir nochmal einen Quicksave. Ah, hat geklappt. Okay. Das Licht, au. Okay. Auf jeden Fall Federfall aktiv und das setzt die Platten zurück. So. Und runter. Das war wieder nichts. Ja, aber ich denke, dieses Secret-Rätsel hier dürfte eine nette Ablenkung sein. Und wir kommen halt immer wieder am Ausgangspunkt aus. Und ich kann mir das Pattern ein bisschen einprägen. Ups. Also ich muss mir dringend auch die Teleporter einprägen, oder wie? Weil das Pattern geht zum Glück. Die Falltüren öffnen und schließen sich im Kreis. Mhm. Ich bin zum Beispiel mal neugierig, wo die Falltür geradeaus hinführt. Ja, das macht da hinten was auf. Jetzt gucken wir mal kurz, wo der Teleporter hinführt. Der führt wieder an den Anfang, gut. Ups. Erneuern wir mal Federfall, genau, weil der deaktiviert sich gerade. Und da war ich zu schnell. Aber ja, wenn ich es richtig sehe, sind es insgesamt 4 Paar Druckplatten. Und wieder unten. Ja, ich mit meinen grottigen Reflexen.
Und das war der Teleporter. Sind vier Druckplatten und jede Musik darf ich nur einmal drücken. Ja. Da war ich wieder zu langsam. Hm? Und wieder weggeportet. Der Teleporter, der bewegt sich da im Kreis. Der führt auch wieder zurück. Okay, da soll ich das markieren mit TP Beginn. Und das ist auch ein TP Beginn. Ja, ich glaube, da habe ich einen N zu viel gemacht. So, egal. Das ist auch noch ein TP Beginn. Also die sind böse und ich glaube, ich muss da irgendwie reinkommen. Erneuere ich mal Federfall. Jetzt muss ich warten. Okay, Secret gefunden. Wenigstens ein gutes Secret. Kokon Longbow kenne ich bereits. Cleansing Light, Spellcraft. All harmful conditions from all champions. Das ist natürlich praktisch. Du bist ein Seatlot, oder? Einen Lightning Arrow. Da, Dagger. Mithril Guards, die sind leichter, bieten aber auch zwei weniger Schutz. Dolch und Buch, weil Zeug. Ach, ihr seid Light Armor. Ja gut, zwei mehr Rüstung für 0,5 mehr Gewicht, das ist verkraftbar. Immerhin hat sie fast dieselben Werte, was das angeht, wie sie. Und sie hat nur mehr Lebenspunkte. Und wir haben sogar den Blue Crystal anklickbar gemacht. Yay!